und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Stranded Sails. In der letzten Folge haben wir eine Kochstation erstellt. Wir haben unsere ersten Felder gepflügt und geerntet und haben sogar was gekocht. Erkunde den Strand östlich des Schiffwracks. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Mit zwei war, glaube ich, die Karte, genau. So, hier habe ich aber schon alles ein bisschen erkundet. Da kam ich ja jetzt nicht weiter. Das war jetzt mein Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob wir eventuell oben rum weiterkommen können. Aber ich glaube, das ist da relativ zu. Also was heißt relativ? Es ist ja, hier ist es zum Beispiel auch wieder zu. Und wir haben immer noch nicht das nötige Werkzeug. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Wir könnten theoretisch unten den Strand noch erkunden, aber da liegt, soweit ich das sehe, eigentlich nichts. Angeln können wir auch immer noch nicht und wir machen auch gerade schon wieder schlapp, weil wir schon wieder schlafen sollen. Das ist natürlich ein bisschen nervig, wenn wir gerade erst, wieder rausgekommen sind und dann schon wieder schlafen gehen sollen. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal eben. Es geht ja schnell. Achso, gedrückt halten, ja. Lassen wir die Nacht jetzt noch einmal vorbeiziehen. Okay. Ja, das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt östlich den Strand hier erkunden sollen, da kommen wir ja nicht weiter. Das weiß ich natürlich nicht. Hier ist auch keine Höhle oder so, ne? Nee. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier, ja, das ist hier immer noch zu. Also da kann man. Aber die Kiste hier ist nicht mehr da, die wir gestern gesehen haben. Hä? Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Da komme ich auch immer noch nicht durch. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall Werkzeug für. Das Problem ist nur. Oh, Entschuldigung. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Hey, ich war gestern schon mal hier. Oh, Gameplayerin. Ein bekanntes Gesicht. Ich habe mich an einer Planke festgehalten und wurde gerade eben an Land gespült. Ach so. Ach, du und die anderen habt euch bereits eingerichtet? Dann lasst uns sofort zum Lager zurückkehren. Ich kann euch bestimmt aushelfen. Ja, von mir aus. Ich kann hier ja eh nichts öffnen. Gameplayerin. Was ihr hier habt, ist schon mal ein guter Anfang. Wir brauchen aber auch Hütten, wenn wir hier wirklich überleben wollen. Um die zu bauen, wirst du Handwerkskomponenten herstellen müssen. Ich errichte das Fundament für eine Handwerksstation, die du dafür benutzen kannst. Du kannst in der Zwischenzeit unten am Strand nach Werkzeugen suchen. Ich kann sehen, dass dort einige von meinen angespült wurden. Okay. Also anscheinend verändert sich diese Farm, wollte ich gerade sagen, diese Insel immer wieder. Weil, oh, da ist schon mal was. Das ist nicht unten, sondern oben, aber okay. Holzsäge. Diese Holzsäge scheint aus qualitativ hochwertigen Materialien zu bestehen. Sie muss zur Logans Sammlung gehören. So, eine Zange und ein Hammer brauchen wir jetzt noch. Da ist schon wieder eine Insel. Ah, eine Zange haben wir schon mal. Einfache Zange. Nichts für filigrane Arbeiten, aber hilfreich, um grundlegende Komponenten herzustellen. So. Ja, hi, Schildkröte. Oh, wen haben wir denn da? Hi. Mein Kopf fühlt sich schon besser an, aber ich möchte noch nichts riskieren. Ach, du bist auch ein Schlaffi, ehrlich. Ah. Schwerer Hammer. Ein schwerer Hammer wie dieser sollte in keiner Werkstatt fehlen. Manchmal kann ein ordentlicher Schwung ein Problem besser lösen als jede kluge Idee. Ja, vor allen Dingen, wenn man den Hammer auf den Kopf kriegt. Nein, das war jetzt nur ein Scherz. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Oder laufen zurück und verlieren dabei wieder jede Menge Ausdauer. Das ist schon schlimm. Man macht eigentlich nur ein paar Sachen, aber man hat so viel Ausdauer zwischendurch weg. Ich habe aber auch keine Lust, jetzt das Essen hier schon... Ah, es ist fertig, so wie es aussieht. Das Essen hier schon zu gebrauchen. So, dann machen wir jetzt hier nochmal... nein, ich wollte das, was ich gerade in Hand hatte.
Ach, wir haben gar keine Samen bekommen. Was ist das denn? Sauerei. Na gut. Nein. Ich wollte die Hände haben. So. Ich gucke da gleich nach. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier. Okay, ich kann nur 3 mitnehmen. Das ist natürlich doof. Ja. Das ist richtig doof, okay. Ach so. Moment, was ich jetzt gerade sehe. Betrachte die Gerichteauswahl. Tab und damit E die Gerichte. Ah, das sind... Ach, jetzt verstehe ich das erst. Ich dachte, warum kommt hier mal mehr? Das sind quasi so Mini-Quests sozusagen, die man machen soll, um sich das ganze Spiel wahrscheinlich ein bisschen besser anzugucken. Betrachte die Gerichteauswahl. Soll ich jetzt nochmal machen? Okay. Dann die Karte nochmal öffnen. Und zum Lager zurückzukehren. Ja gut, dann machen wir das halt mal. Ach so, das ist hier. Stimmt, ich hätte jetzt gedacht, wir sind jetzt im Schiff drin. Ich doof. Wähle ein Essen aus. Halten Gericht Essen. Ja gut, das machen wir dann aber ein bisschen später. Ich wollte aber eigentlich die Hände haben. So. Wenn ich jetzt wüsste, da oben ist er, okay. Du hast alle nötigen Gegenstände gefunden, um die Handwerksstation zu bauen. Ja, möchte ich. Gute Arbeit, Gameplayerin. Jetzt können wir mit unseren Hütten anfangen. Zuerst brauchen wir noch etwas Platz dafür. Du solltest das Lager mit dem Plateau im Südosten erweitern. Ich habe einen Pfad hinaufgefunden, aber er ist von einigen lästigen Dornenbüschen versperrt. Ja, 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 ja. Hier, nimm meine Axt und beseitige das Teil. Yes. Erforsche das neue Gebiet und sammle ein paar Holzstämme. Du wirst sie später brauchen. Abgenutzte Axt. Die sieht eher aus, ob die mal zusammengeflickt worden ist hier. Ein scharf aussehender Axtkopf an einem soliden Griff. Benutze dieses Werkzeug, um Bäume zu fällen und Holz zu sammeln. Zudem kannst du mit ihr Dornenbüsche beseitigen. Perfekt, perfekt. Da können wir dann auch gleich unterwegs was essen, weil der Weg dahin ist natürlich etwas länger. Wähle die Axt aus. Ja, das machen wir gleich auch. Achso, 3 ist dann die Axt, okay. So, hier war das, glaube ich. Obwohl, ist das Ding noch da, was wir hier gesehen hatten? Mist, das war hier, glaube ich, ne? Ja, ist auch schon wieder nicht mehr da. Das ist doch doof. Immer wieder sind die Teile weg, sobald man sich woanders hin bewegt. Ha, das war meine Schulter. Aber in Real diesmal. Ah, okay. Zwiebel. Pflanzenzutat. Zwiebeln passen perfekt zu einigen Gerichten. Sie sind gesund und haben einen einzigartigen Geruch. Manche sagen, dass es eine geheime Technik gibt, Zwiebeln zu schneiden. Ja, ich glaube, das sagt jeder, der schon mal Zwiebeln ohne Tränen geschnitten hat. Ich habe sehr lange mal durchgehalten, aber am Ende ging es dann doch wieder nicht. So, mal schauen. Hier ist auf jeden Fall noch Strandgebiet. Hi! Ihr seid so der Running Gag, ne, obwohl ihr nicht lauft. So, kann man mit euch was machen? Leider nicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Moment, Nee, wo ist mein Essen denn jetzt? Doch, hier. Ja, linke Maustaste halten, um zu essen. Wieso funktioniert... Achso, da hier drauf. Ah. Na, viel Energie gibt das jetzt nicht gerade. Oh, es gibt ja fast gar keine Energie. Und damit soll man dann durchhalten können. Na ja, gut. So, einen Baum. Wähle eine Axt und lasse den Baum wieder unsichtbar werden. Okay. Ja, streng genommen war es jetzt eine Palme, ne? Kein Baum. Wieso leuchtest du, wenn man mit dir nichts machen kann? Sauerei. Okay. Also bei Palmen scheint das irgendwie nicht so ganz zu funktionieren. Nur gut.
Vielleicht müssen wir dann wirklich die Bäume auf dem Gras, also da im Grünen nehmen. Aber wir haben doch extra den Weg nach hier zum Strand freigemacht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Seilstücke. Diese Seile haben schon bessere Tage gesehen. Entknote sie und du kannst ein längeres Seil aus ihnen machen. Boah, wenigstens etwas. Dass wir hier noch weitergegangen sind. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch das Geheimnis des geheimnisvollen Baumes lösen, den man dann auch schlagen kann. Also sprich, abholzen kann. Dazu müssen wir aber erstmal das Geheimnis lösen, wie wir denn nach da oben kommen. Ah, hier kann man auch nochmal. Hat er nicht gesagt, er hat das auf der Karte markiert? Jetzt bin ich hier irgendwie. Kann man. Die Karte kann man jetzt auch gar nicht ziehen. Ja, toll. Das sind die Schnellreisepunkte. Ja, keine Ahnung. Also angeblich hat es auf der Karte markiert, aber ich sehe nichts. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, ich wollte die doch nur erst kaputt machen. Ach, das ist doch schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Deswegen hasse ich auch solche Spiele, wo man immer und immer wieder seine Ausdauer verliert. Und ganz ehrlich, ich spiele dann lieber so Survival-Spiele oder halt so Aufbauspiele, wo man dann seine Ausdauer, also dass die Ausdauer wegfällt, das ausschalten kann, weil es einfach tierisch nervig ist. Was habe ich denn da jetzt eigentlich gefunden? Steht nicht drauf. Kann ich bei dir irgendwie neue Rezepte abholen? Hey, Gameplayerin, es ist schön zu sehen, dass es dir gut geht. Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht. Okay, anscheinend nicht. Ja, dann werden wir erstmal fleißig hier wieder neu ernten. Ah, Samen haben wir diesmal auch dabei. Sehr schön. Eimer? Ja. Ich würde ja wirklich mal interessieren, wie viel eigentlich da drin ist. Weil der ist ja immer voll. Ich glaube, der ist so lange voll, bis wir den Eimer wegtun. Kann das sein? Genau, dann wird er auf einmal wieder leer. Okay. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt ist unsere Ausdauer gleich wieder leer. Verschaffe dir Zugang zum oberen Bereich des Lagers. Ach, die. Nein, oder? Die meinten. Ja, ist eigentlich logisch, weil wir sollen ja hier den Platz machen. Warum hat er denn von den Wurzeln gesprochen? Das ist doch unfair. Einfaches Holz. Einfaches Holz, welches durch das Fällen von Bäumen gewonnen wird. Die flexible Beschaffenheit macht es nützlich für grundlegende Handwerksarbeiten. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auch noch eine Spitzhacke, denke ich mal, für später bekommen. Ja, ob das so gut ist, dass wir jetzt hier so viel Platz machen, weiß ich nicht. Die Bäume spenden uns ja auch Schatten. Haben wir da noch genug Energie für den Baum hier? Wahrscheinlich wieder nicht. Ja, es war so klar. Ey, wir haben jetzt einen Samen angepflanzt. Und, hallo? Hallo? Stehst du auch mal auf? So, wir machen das jetzt einfach so. Wir verschlafen jetzt einfach mal den Tag. Weil es ist doch sehr, sehr ätzend, dass man alle 2 Minuten hier umfällt. So, ich hoffe, du hast jetzt mal genug Energie, um eine Aufgabe zu beenden. Danke.
Die Frage ist jetzt, haben wir hier alle Bäume weggemacht? Nein. Wenn ich die Axt auswähle, will ich die Axt haben. So. Okay, die sind auch schon wieder fertig. Erstmal wieder neue Felder. Aber das geht so schnell. Also bei jeder Aktion, die man macht, hat man fast ein Ding oben weg. Das ist echt... Und ich meine, ich bin hier gerade mal Felder am Ausheben. Ich mache ja noch gar nicht wirklich was. Das ist schon... Ja. Ein bisschen krass. So. Samen. Haben wir nicht zwei Samen gerade bekommen? Hm. Na gut, dann pflanzen wir halt nur den einen ein und holen uns nochmal den Eimer. Fluppdiwupp. Und schon haben wir wieder nur noch die Hälfte der Energie. Gießen wir natürlich die anderen auch nochmal eben. So. Ach so, genau, da sind wir ja stehen geblieben. Den durften wir ja nicht zu Ende machen. So, einfaches Holz. Haben wir hier noch mehr? Da ist noch einer, aber ich glaube, das ist jetzt der letzte. Nicht? Um den Dornbusch im Süden des Lagers zu beseitigen. Im Süden war doch jetzt gar kein Dornbusch, oder? Haben wir jetzt die falschen gemacht? Da kommen wir jetzt nur hoch. Also irgendwie bin ich jetzt ein bisschen... Hier am Strand irgendwo einer? Ist blöd, dass man hier nicht reinzoomen kann. Oder ist hier unten jetzt einer? Also beides würde ich jetzt sagen, nein. Aber ich meine, gut, wir haben jetzt sowieso schon wieder keine Ausdauer. Das werden wir eh nicht schaffen, bis dahin zu kommen. Gehe ich mal stark von aus. Och, nervt das, ehrlich. So, mal eben gucken. Ich hoffe, wir kriegen dann auch was Vernünftiges zu essen, weil das ist ja jetzt wirklich... Ach nein, ich will keine Schaufel. So, die Axt wollte ich haben. Kartoffelsamen. Ein paar Kartoffelsamen. Pflanze und züchte sie, um eine Menge von dieser reichen Zutat zu erhalten. Ja, sehr, sehr geil. Nee, hier waren die... Genau, hier kommen wir nicht rum. Ja, so viel dann dazu. Wie war das jetzt? Die Karte war 2. Das Lager zurück. So, vielleicht kommen wir hier irgendwo weiter. Aber ich gehe mal nicht davon aus, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwo ein Busch gewesen ist. Oder die meinen wirklich einen Busch oben auf dem Grünen. Das kann natürlich auch sein. Also hier ist schon mal keiner. Das brauchen wir doch bestimmt auch noch hier, oder? So, damit wir jetzt nicht wieder die ganze Strecke zurücklaufen müssen. Es ist wirklich
wahnsinnig. Und das meine ich nicht im... Ah, ja, okay. Die meinten den Busch hier vorne. Oh, ich bin voll drauf reingefallen. Okay, erkunde den neuen Bereich. Können wir leider nicht mehr machen. Aber können wir mal so halb reingucken. Hier gibt es auch noch Bäume, die wir fällen können. Das ist schon mal gut. Naja, ich weiß, ich falle jetzt gleich um. Hui, bumm. Und mit dieser nicht ganz so glorreichen Verabschiedung, nämlich den Boden des halben Schiffes zu küssen, würde ich sagen, dass wir diesen Tag jetzt auch erstmal beenden, beziehungsweise auch dieses Video beenden. Und ja, ich denke mal, dass das eigentlich reicht, um sich einen Einblick zu verschaffen, ob jemanden von euch dieses Spiel gefällt oder nicht gefällt. Ich finde es eigentlich ganz süß, also ich würde es auf jeden Fall gerne weiter aufnehmen. Ist nur die Frage, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, dass ihr gerne mehr davon sehen würdet, dann werde ich es auch definitiv hier auf dem Channel bringen. Wenn die Reaktion eher etwas mau ausfällt, dann werde ich überlegen, ob ich das eventuell auf Gameplayerin Family hochlade. Wobei es dann natürlich auch dauern könnte, bis es hochgeladen wird, weil... ja, es ist halt ein Zweitchannel und da stecke ich nicht so viel Intensität und Zeit rein wie hier auf meinem Hauptchannel. Was einfach daran liegt, dass ich es sonst alles nicht mehr alles unter einen Hut bekomme. Also sprich Privatleben, was natürlich auch viel Zeit kostet und ja, den Channel / die Channel. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Spiel gefallen hat und wenn ihr auch entsprechend Kommentare reinschreibt, was euch gefallen hat und wie euch das Spiel gefallen hat. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann bei der Weiterführung in einem richtigen Let's Play wiedersehen werden. Bis dann. Ciao.